Das Umfeld aktiv mitgestalten, das ist möglich mit dem Bezirksforum. Das Bezirksforum ist eine offene Bürgerversammlung, zu der die Stadt Gelsenkirchen einlädt, Vorschläge abzugeben, in welche Vorhaben die zur Verfügung gestellten Mittel fließen sollen. Fair und direkt. Die Kollegen vom Plan B an der Schalker Straße hatten die Idee für dieses kleine niederschwellige Projekt. Und mit der Unterstützung vom Bezirksforum konnten jetzt die Buhlkugeln angeschafft werden, damit alle Bürger aus dem Stadtteil sich die ausleihen können, künftig im Stadtteil Boschalke gemeinsam miteinander spielen und ins Gespräch kommen. Hier im Dojo liegen die Matten natürlich schon sehr lange und sind natürlich auch sehr verschlissen. Und deshalb benötigen wir neue Matten bzw. neue Plane. Judo ist eine der schönsten Nebensachen der Welt. Also das ist eine Red Dot Anlage, die auf elektronische Art funktioniert. Hier ist ein Laser eingebaut, der einen roten Punkt auf die Scheibe projiziert, der dann umgewandelt wird in ein Schussbild, was dann hier am PC angezeigt wird. Im Trainingsbereich ist das schon fast gar nicht mehr wegzudenken. Der Quartierstreffpunkt ist jetzt hier praktisch das Zuhause für die Bürger in Schaffrath. Zum Austausch, zur Freizeitgestaltung. Diesen Raumteiler haben wir beantragt beim Bezirksforum, weil wir einen Platz brauchten, um, wenn hier ein Frühstückstreffen oder ein Kaffeetreffen, ein Kaffeeklatsch oder ähnliches ist. Das haben wir geschafft mit dem Geld der Stadt Gelsenkirchen und ja, mit freundlicher Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern. Und nun ist sie fertig und wir sind froh darüber. Eine Geschwindigkeitsanzeige für die Grundschule Bösestraße war ein Vorschlag beim Bezirksforum im Bezirk Nord. 4.000 Euro flossen in diesem Jahr in die Anschaffung einer Anlage, die die Geschwindigkeit der fahrenden Fahrzeuge misst und den Fahrerinnen und Fahrern anzeigt, ob das Tempo stimmt. Die Besonderheit, die Anlage ist mobil. So kann sie nicht nur an der Bösestraße eingesetzt werden, sondern auch bei der Schulwegsicherung an anderen Schulen im Bezirk. Das Bezirksforum. Los geht's am 19. September. Weitere Info auf gelsenkirchen.de.